Patrick, Montag, 5 Tage vor dem Ironman Hawaii. Du kommst gerade aus dem Energy Lab, Fotoshooting mit deinem Ausrüster Sailfish. War das heute schon ein bisschen vorglühend für den Samstag? Ja, wir haben echt richtig geschwitzt. Boris und Nils waren mit dabei und im Nero auf den Lavastein war tatsächlich nochmal eine extra Akklimatisierung irgendwie. Also wir haben echt ganz schön in Schwitzen geraten. Ich hoffe, der Flüssigkeitshaushalt wird wieder reguliert heute Nachmittag. Das Energy Lab ist jetzt auch so ein Ort, wo du im letzten Jahr so richtig dann deine finale Aufholjagd durchgestartet hast. Wie ist es hier jetzt in Kronen in diesem Jahr? Denkt man da noch oft an das Vorjahr zurück, wenn man da auf den Strecken unterwegs ist? Ja, schon. Also es fühlt sich halt sehr gut an. Es ist im Prinzip so, dass man einfach gute Bilder sozusagen verknüpft hat mit den einzelnen Streckenabschnitten. Also wenn du halt zurückkehrst und dann denkst, okay, an der Ecke habe ich das und das erlebt. Und es ist ja meistens alles positiv. Von daher ist es schön und auch ein Stück weit irgendwie so ein Nachhausekommen schon fast. Also es ist sehr cool und es ist halt größtenteils positiv, deswegen macht es das Training auch leichter. Das ist echt schön. Wenn man jetzt einmal in Deutschland so außerhalb der Fachmedien alles, was so über den Ironman Hawaii geschrieben wird, verfolgt, da denkt man, also es können nur Frodo, Sevi und du gewinnen. Ist die Erwartungshaltung nicht etwas zu groß momentan in Deutschland? Ja, das wäre natürlich schön, wenn es so wäre, aber wir wissen beide, dass es nicht so ist. Da gibt es noch ein gutes Dutzend andere Leute, die, glaube ich, in der Lage sind, aufs Podium zu kommen, mindestens. Von daher, ja, ist es vielleicht ein bisschen in der Außendarstellung schwierig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Medien verstehen. Dadurch, dass wir da letztes Jahr mit dem Podium, glaube ich, schon eine ganz gute Show abgeliefert haben, fokussiert sich das halt jetzt so ein bisschen auf uns. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich das für mich noch ganz gut weghalten kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen überhauft werde mit Anfragen oder irgendwie, dass ich jetzt irgendwie mich hier eingeengt fühle. Das ist gar nicht so. Als wir uns letztes Mal unterhalten haben, das war in Erding beim Herbstfest, da stand ein paar Tage danach dein Leistungstest an. Da hast du noch nicht genau gewusst, wie die Leistungswerte sind. Wie gut sind sie jetzt im Vergleich zum Vorjahr? Ah ja, also auf jeden Fall gut. Das war ja kurz nach dem Höhentrainingslager und auch mit dem 70.3 in Rügen, den ich dann noch abschließend gemacht habe. Kurz vor der Abreise nach Texas und da hat man ja, glaube ich, gesehen, dass die Leistungen ganz brauchbar sind und deswegen war ich eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem, wie jetzt alles gelaufen ist. Vor allen Dingen der Fuß hat halt wunderbar gehalten seit Frankfurt und von daher bin ich echt ziemlich happy. Das ist natürlich auch immer viel wieder noch dein Laufstreckenrekord vom Vorjahr. Wird viel darüber gesprochen, den bist du noch in anderen Laufschuhen gelaufen, jetzt hast du andere, geht es mit denen vielleicht noch schneller? Ja, theoretisch schon, aber da müssen ja auch noch die Füße und der Körper, der da drinnen steckt, auch noch mitspielen. Ja, das ist natürlich auch was, wo ich oft drauf angesprochen werde. Eigentlich hat Fares da was ganz Interessantes zu mir gesagt. Er meinte, vielleicht musst du es gar nicht. Und das ist natürlich mein Ziel. Natürlich hat dieser Lauf auch eine Menge Aufmerksamkeit erzeugt und mir halt auch geholfen, ein bisschen bekannter zu werden, was natürlich total cool ist. Aber ich hoffe halt auch, dass es, um eine Podiumsplatzierung zu erreichen, dass es nicht unbedingt notwendig sein muss, wieder in diese Sphären vordringen zu müssen, weil das war schon auch ein ziemlicher Ritt. Jetzt ist es aber so, dass die Konkurrenz eben nicht mit dir vom Rad steigen will. Davor wird sie, glaube ich, ziemlich Angst haben. Wie wirst du reagieren, wenn es ein aggressives Radfahren gibt? Ja gut, ich glaube, man muss da bei sich bleiben. Ich kann jetzt über 5000 mögliche Rennsituationen spekulieren. Am Renntag kommt es eh anders. Das ist mal das Erste. Und das andere ist halt, dass ich wie gesagt ganz bei mir bleiben möchte. Und hatte gestern noch eine gute Unterhaltung mit Thomas Hellriegel im Oakley House, der halt auch gesagt hat, ja, wenn du dein Rennen machst und am Ende mit einer 8:15 sozusagen nach Hause kommst, dann ist eigentlich garantiert, dass du ein gutes
das Rennen machst. Und das muss natürlich irgendwo das Ziel sein, einfach sein Ding durchzuziehen, sein Rennen durchzuziehen und gar nicht so sehr jetzt auf die anderen zu schauen. Ich möchte natürlich so lange wie möglich dabei bleiben und bin, glaube ich, auch deutlich besser drauf am Rad als noch letztes Jahr. Und wir werden es dann einfach sehen. Jetzt ist auch ganz witzig, dein Manager Jan Siversen ist ja auch im Rennen als Age-Grupper. Der war hier viermal als Erster aus dem Wasser. Gibt es interne Wette, wer schneller schwimmt? Da habe ich, glaube ich, ziemlich schlechte Karten. Also, wir sind natürlich auch im Training öfters zusammen, weil er auch aus Darmstadt kommt und in Darmstadt trainiert. Und der Jan ist auf seine alten Tage immer noch richtig, richtig schnell, vor allen Dingen im Wasser. Und von daher, ja, ist für mich auch diese Zeit eigentlich gar nicht so entscheidend. Für mich ist wichtig, dass ich in der Gruppe sitze, dass ich eben mit vorne rauskomme. Das ist, glaube ich, möglich. Und ob ich dann am Ende des Tages 30 Sekunden schneller oder langsamer bin, ist mir persönlich egal, dem Jan eben nicht. Und da hat er, glaube ich, im Age-Group-Feld kann er dann vorne wegschwimmen und kann da Vollgas geben. Wir blicken aber jetzt dann erstmal auf das Profirennen am Samstag zuerst mit dir und dafür wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg, Patrick, und danke fürs Interview. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.